muss töten! Oh! Was suchst du hier? Stirb! Flieh, Melvin! Von wegen, vor dir habe ich keine Angst, Sven. Werden wir ja sehen. Geh und spiel mit deinen kindischen Yuchi-Buchi-Karten, bevor du dir wehtust. Kindisch? Pah! Wenn du wüsstest, wie man sich an Papier schneiden kann! Langsam verstehe ich, warum deine Eltern dich versteigern wollten und der Käufer dich zurückgebracht hat. Dich hätten deine Eltern wohl am liebsten ausgesetzt. Bei deinem Schandmaul. Woher hat jemand mit solch irrsinnigen Schulden wie du überhaupt ein Schwert? Über meine finanzielle Situation rede ich nur mit meinem Steuerberater oder mit dem behuften Finanzberater, der mir den letzten Kredit gewährt hat. Oh, Dreck! Meine Waffe! Gib auf, Halunke! Verdammt! Du hast es geschafft! Melvin, mein Held! Du liebe Zeit, jetzt fängt die Passage mit der Seifenoper an. Sehe ich das richtig? Mach sie endlich los und lass uns verschwinden! So, jetzt kriege ich die Handschellen aber bestimmt auf. Oh, Melvin, danke! Du hast mich gerettet! So sind Helden wie ich nun mal. An Selbstbewusstsein mangelt es dir offensichtlich nicht. Pff, aus Selbstbewusstsein machst du Größenwahn und dann passt das. Hauptsache, du bist wieder frei. Komm, lass uns hier verschwinden. Wohin die Treppe wohl führt? Das werden wir nur sehen, wenn wir raufgehen. Na los! Melvin, lass uns umkehren. Wir dürfen doch hier nicht einbrechen. Wir wollen doch nichts klauen. Wem gehört dieses Haus wohl? Das kann ich dir sagen. Jorok. Jorok? Jorok? Oh, noch ein Grund hier zu verschwinden. Und zwar so schnell wie möglich. Ich bin eigentlich schon gar nicht mehr da. Bist du denn gar nicht neugierig? Das könnte doch hier sehr interessant werden. Sich kurz umsehen schadet sicher nicht. Hört, hört. Mutig, mutig. Na, meinetwegen. Solange Jorok hier nicht plötzlich reinschneit, wahrscheinlich kommt er eh nur selten her. Ich wette, er ist die meiste Zeit im Rathaus, damit er keine Gelegenheit verpasst, irgendwen zu schikanieren. Das Einmaleins der arkanen Künste, 4. Auflage. Ein Zauberbuch mit vielen bunten Bildchen. Ein sehr kleines Fensterchen. Jorok scheint, nun ja, etwas lichtscheu zu sein. Vielleicht möchte er aber auch nur den Planeten retten, indem er die CO2-Emission seiner Heizung minimiert. Magiekram. Seltsam, dass ein Nichtmagier wie Jorok sowas im Haus hat. Eine Abhandlung über Magie und Unsterblichkeit. Interessant. Komisch. Überall hier sind Dinge, die mit Magie zu tun haben. Wenn ich nicht wüsste, dass Jorok nur ein dummer Hauswart ist, würde ich denken, er ist ein versierter Zauberer. Wie bitte? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und was macht dann das ganze Zeug hier? Gehört das etwa seinem Untermieter? Jetzt müsstest du mir nur noch jemand zeigen, der es länger als einen halben Tag mit Jorok zusammen in einem Haus aushält. Also, das ist alles sehr seltsam. Wenn Jorok zaubern könnte, wüsste Großvater das doch, aber er hat nie was gesagt. Schau an, da sind ja Zauberutensilien. Braucht man sowas als Nichtmagier? Von vielerlei Gefahren der Zauberei und wie man sie umgehet. Da ist wohl selbst der Buchtitel noch nicht auf die alte Rechtschreibung umgestellt, geschweige denn auf die neue. Das könnte Joroks Kleidertruhe sein. Ich weiß nicht, ob du die öffnen solltest. Wer weiß, was dir da entgegenspringt. Möglicherweise ganze Berge von schmutziger Wäsche. Was
was Jorok wohl da drin kredenzt? Es sieht ja aus wie Wasser, aber was ist es wirklich? Das ist eindeutig magisch. Hinter dem Vorhang scheint das Bett zu sein. Genaueres möchte ich lieber nicht wissen. Hast du dich genug umgesehen? Ja, lass uns verschwinden. Na, endlich! Und der tapfere Held und seine holde Maid entflohen den finsteren Tiefen des, Abwasserkanals. Bist du sicher, dass du daraus eine Ballade machen willst? Naja, es ist vielleicht nicht ganz das Richtige. Die Rettung aus einer Drachenhöhle wäre irgendwie dramatischer. Na danke, Sven war als Ungeheuer schlimm genug. Oh Melvin, ich bin sicher, du hättest mich aus jeder Gefahr gerettet. Klar hätte er das. Aber jetzt, mein liebes Mädchen, jetzt geh erstmal nach Hause, damit sich dein Großvater keine Sorgen mehr zu machen braucht. Außerdem könntest du ein Bad gebrauchen. Dieser strenge Kanalgeruch schickt sich nicht für eine Lady. Du hast recht. Außerdem bin ich doch sehr müde. Das Ganze hat mich doch ziemlich geschafft. Vielen Dank, Melvin. Du hast etwas gut bei mir. Na toll, musstest du dich unbedingt einmischen? Wieso denn? Dachtest du, du bekommst noch einen Dankeskuss? Vielleicht noch mit Zunge? Oh, naja, ich habe noch nie... Ein Mädchen geküsst? Du bist eine Kussjungfrau? Wie süß! Halt die Klappe!